ich sollte heute nichts Sinnvolles machen. Yes. Wir haben uns schon damit beschäftigt, wie die Chancen für ein Double Dash Remake stehen und ihr wisst, dass ich diese Realitätsferne irgendwie nochmal überbieten muss. Manchmal macht es einfach Spaß, sich eine Zukunft vorzustellen, die nicht passieren wird. Echte Masochisten machen das mit dem F-Zero-Franchise, aber mir persönlich reicht der Selbsthass-Schnupperkurs. Also stellen wir uns heute die Frage, wie wahrscheinlich ist ein Remake von Mario Kart Super Circuit, dem ersten portablen Mario Kart Spiel? Bevor wir uns irgendwie spezifisch um das Spiel kümmern, denn dafür muss ich erst einmal Handschuhe anziehen, reden wir über den dicken, fetten Elefanten im Raum, einfach aufgrund der Nostalgie. Die Gerüchte sind korrekt. Nintendo hat noch nie ein Remake eines ganzen Mario Kart Spiels gemacht. Wir hatten mit MK8 Deluxe bisher nur einen Port und wir hatten alle SNES-Strecken als Bonus in, Super Circuit. Da kann man sich die Frage stellen, warum ein Super Circuit Remake machen? Warum nicht stattdessen was Sinnvolles tun? Aber das Franchise ist gerade in den letzten Jahren so divers geworden, was den Content angeht, als würde ein Remake jetzt die Simulation einstürzen lassen. Welche Simulation, fragt ihr euch? Die, in der wir ein Super Circuit Remake kriegen. Kommen wir zu den Gründen, die mir dafür und dagegen einfallen und wer weiß, vielleicht komme ich ja zu einem rationalen Entschluss. Pro Punkt 1. Das Spiel würde von einem Remake so extrem profitieren. Ich habe in der Vergangenheit häufig genug betont, dass Super Circuit nicht mein Favorit ist. Ich habe mir quasi einen Ruf gemacht, fast schon einen schrillen Schrei. Der kleine Bildschirm mit einer Auflösung, die selbst ein Grundschüler im Kopf ausrechnen könnte, sorgt dafür, dass alle möglichen HUD-Elemente auf diese extrem kleine Bildfläche passen müssen. Und obendrauf kommen dann noch die Richtungspfeile, die ein für alle Mal bestätigen, nein, der Bildschirm hätte kein ausreichendes Sichtfeld beschert. Mario Kart wurde so gut es ging auf den GBA gebracht, aber durch die Limitierung des Formfaktors und der Hardware zu der Zeit würde ich es zu den schlechter gealterten Teilen der Serie zählen. Wie viel besser dieses Spiel hätte sein können, sieht man erst, wenn man sich eine GBA-Strecke auf dem DS anschaut, wo die HUD-Elemente auf einen gesonderten Bildschirm versetzt wurden. Die Auflösung ist relativ ähnlich, das Seitenverhältnis sogar schmaler, aber die Spielerfahrung so viel besser. Selbst der größte Super Circuit-Fan muss zugeben, dass der GBA als natürliches Habitat seine Schwachstellen hat. Und wenn dieser Fan das nicht tut, dann hilft ihm das Gesetzbuch jetzt auch nicht mehr. Kontrapunkt Nummer 1. Das Spiel hat bereits ein Remake in sich. Wir können es nennen, wie wir wollen. Remaster, Remake, Port, ich nenne es einfach Hafen. Mario Kart Super Circuit bringt einen Hafen aller Strecken aus Super Mario Kart mit sich. Und das ist bis heute absurd für mich. Der SNES-Teil ist nicht mal 9 Jahre alt gewesen zu der Zeit. Und schon wurde er nicht nur komplett umverfrachtet, nicht nur war er unterwegs spielbar, sondern es handelte sich nur um extra Strecken zum Freischalten. Nichts Besonderes. Das ist extrem cool. Ob es sich lohnt, zum Lernen der Freischaltmethode eine Abendschule zu besuchen, sei mal dahingestellt, aber es sorgte dafür, dass man 40 Strecken einfach so für unterwegs hatte. Und da es sich schon vorher nur um platte 16-Bit-Karten handelte, gibt es nicht mal wirklich Kompromisse bei der Umsetzung. Dieser extrem fulminante Zusatz macht es aber sehr schwer, sich ein Remake überhaupt vorzustellen. Ich meine, was macht man mit dieser zweiten Großfamilie, die plötzlich zum Raclette erschienen ist? Lässt man die nach 20 Jahren plötzlich vor der Tür stehen oder zieht man sie mit, obwohl jeder die Nase voll von ihr hat? Behält man die SNES-Strecken bei, wäre es dämlich, das Ding nur als Super Circuit Remake zu bezeichnen. Da kann man auch gleich alle 40 Strecken aufhübschen und das irgendwie als Collection vermarkten, was weiß ich. Aber lässt man die Extrakurse weg, entzieht man dem Spiel die Hälfte seines Contents. Es ist ein Dilemma und die dritte Option wäre endlich einzusehen, dass diese Diskussion keine Früchte trägt und ich meine Zeit verschwende, aber ich gebe nicht kampflos auf. Pro-Argument Nummer 2, der Multiplayer-Aspekt. Hebt jetzt eure Hand, wenn ihr in diesem Moment in der Lage seid, unkompliziert mit mindestens einer anderen Person Super Circuit zu spielen und wenn ihr eure Hand nicht hebt, könnt, dann glaubt mir, ihr verpasst wahrscheinlich nichts. Mehrere Game Boy Advances, mehrere Linkkabel und am besten noch mehrere Exemplare vom Spiel, weil ihr sonst ausschließlich mit farbigen Yoshis spielen könnt. Obwohl das auch ein gutes Argument ist, das Spiel nicht zu besitzen, wer will auf farbige Yoshis verzichten? Kein anderes Mainline Mario Kart stellt einem solche Steine in den Weg. Die ersten zwei Teile sind über Nintendo Switch online spielbar, für Double Dash braucht man wenigstens nur eine Konsole und ein Spiel, DS und 7 sind wenigstens über halbwegs aktuelle Systeme spielbar und alles ab dem Wii-Ableger hat bis heute einen glänzenden Online-Modus ohne Einschränkungen. Nun mögen einige rufen, Ballando, Ballando, dieses Problem ließe sich auch durch die simple Inklusion von GBA-Spielen in Nintendo Switch Online lösen, dann bekämen wir unseren modernen Multiplayer. Guter Punkt, aber in der Zeit, in der wir auf GBA-Spiele für die Switch warten, kann ich genauso gut auf ein Remake hoffen. Ich meine, wir haben alle unsere Visionen im Leben, oder nicht? Kontrapunkt Nummer 2. Wir kriegen schon phänomenale Remakes der Strecken. Seit Mario Kart 8 wird nicht nur generell so endlos viel Liebe in die Retro-Strecken investiert, sondern die GBA-Strecken erleben von allen noch das stärkste Glow-Up. Wir kriegen Maps, die teilweise nicht mehr wiederzuerkennen sind, obwohl sie sich ans originale Layout halten. Außer die Wolkenstraße, die wurde gef***t und der einzige Mensch, der weiß warum, ist
ihr wisst schon. Diese Initiative, den Super Circuit-Strecken ein völlig neues Leben einzuhauchen, reicht über die Konsolenversionen hinaus und betrifft auch die Tour-Versionen der Strecken. Und es ist kein Zufall, dass es die GBA-Maps im Besonderen erwischt. Die SNES-Strecken bleiben klassisch flach, mit nur ein paar neuen Gimmicks, aber insgesamt dem altbekannten Terrain. Das ist also eine bewusste Entscheidung. Wie viel Sinn würde es nun machen, jetzt separat ein Remake des gesamten Spiels zu entwickeln und rauszubringen? Fast so wenig wie dieses Video. Bei Double Dash gibt es einen stärkeren praktischen Zweck. Das Gameplay ist weniger traditionell, es gibt viel mehr Besonderheiten, die nicht rein technischer Natur sind. Super Circuit ist, wenn man es mal runterbricht, immer noch ein extrem herkömmliches Mario Kart ohne viel Schnickschnack. Du fährst Kart, du gibst Gas, du lenkst links, rechts, du hast dein Leben und repeat. Man kriegt bereits die optimale Remake-Erfahrung, indem man die entsprechenden Retro-Strecken im aktuellsten Ableger spielt. Und wenn man es unbedingt ruhig und altherkömmlich haben will, gibt es die entsprechenden Einstellungen dafür auf dem Silbertablett serviert. Anders bringt mich zu meinem dritten Kontrapunkt. Es wäre in jeder Hinsicht ein Downgrade zu dem, was wir jetzt haben. Wieso sollte man ein Remake auf den Markt bringen, das ohnehin nur parallel zur Hauptserie existieren würde und keinen originalen Ableger ersetzt, wenn dieses Remake weniger Features und keine alten oder neuen Alleinstellungsmerkmale mitbringt? Nun, bei Double Dash habe ich das Problem nicht so gesehen, da das prominente Doppelfahrer-Gimmick die Spielerfahrung so krass beeinflusst. Es gibt einen aktiven Grund, warum man Double Dash auch in moderner Form noch neben den regulären Teilen koexistieren lassen könnte. Super Circuit hingegen wäre in moderner Form extrem steril. Das Spiel hat nichts, was neue Mario Karts nicht besser machen würden. Und bevor ihr die Definition eines Remakes nachschlagt, klar könnte man sowas dann anpassen, so dass es eben Besonderheiten gibt. Aber welche Art von Anpassung wäre angemessen und in welcher Menge und Größe? Irgendein modernes Element hinzuzufügen würde das Spiel vielleicht in der Theorie aufbessern, aber nicht nur dem Charme des Ursprungsmaterials schaden, sondern auch das Problem verschlimmbessern. Dann wäre Super Circuit noch näher an den modernen Teilen dran. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, okay, wir fügen gerade dieses Features in das Super Circuit Remake hinzu, warum bauen wir das nicht einfach in den nächsten Hauptableger rein? Und manche wollen das vielleicht so, aber ab dem Punkt lohnt sich das Remake einfach nicht mehr zu produzieren, denn bei jeder modernen Ergänzung, die exklusiv im Remake sein würde, könnte man sich auch einfach fragen, warum ist das nicht Teil des nächsten Hauptablegers? Ab dem Punkt würde ich dann wirklich eher warten, bis irgendwann das GBA-Original per Emulation auf eine moderne Plattform kommt, denn dann hat man wenigstens eine authentische Super Circuit-Erfahrung. Aber was ist, wenn wir ein bisschen unseren Horizont erweitern? Nicht so, sondern so. Ich habe gesagt, neben 8 Deluxe wäre jeder Aspekt eines Super Circuit Remakes ein Downgrade. Warum nutzen wir das aber nicht zu unserem Vorteil? Meinen Pro-Punkt Nummer 3 nenne ich ganz akademisch die D-Make-Opportunität. Was meine ich damit? Auf jeden Fall schon mal nichts Innovatives. So viele Mario Kart ROM-Hacks von älteren Teilen beinhalten Strecken aus neueren Ablegern, seien es 3DS-Strecken auf dem N64, Wii-Strecken auf dem GameCube, Wii U-Strecken auf dem DS. Klar, die Idee verdient keinen Nobelpreis, es ist nur die Drehung eines Pfeils um 180 Grad, aber worauf ich hinaus will, ist, dass sowas bisher kaum mit den platten Mario Karts gemacht wurde. Es gibt nicht wirklich irgendwelche Wii-Strecken in der Super Mario Kart Engine oder so. Und wie auch, wir können nicht mal richtige Hügel bauen. Diese Grenzen gäbe es bei einem Remake nicht mehr, wenn die Steuerung und das Feeling beibehalten wird, aber wir alles in einer frischen, modernen Engine erleben, die eben Krümmungen und Biegungen in der Strecke zulässt und dafür sorgt, dass wir moderne Mario Kart Strecken in einem Retro-Look bekommen könnten. Da würde ich mir auch keine Sorge machen, den Flair des Originals in irgendeiner Form zu verunstalten, denn das kann ja einfach als alternativer Modus dabei sein. Strecken, die auf- und abgehen, waren auf dem Game Boy Advance möglich und solange man den exakt gleichen Grafiklook beibehält, wäre für mich alles in Butter. Viele Fangames nutzen heutzutage die alten Sprites von vor 20, 30 Jahren und machen etwas Neues draus, was sich aber trotzdem wie die alten Spiele anfühlt. Also warum schnappen wir uns nicht Super Circuit, geben dem Spiel eine Art 2D-HD-Treatment, wie es beispielsweise mit Live Alive passiert ist, und fügen dann in diesen Stil Strecken aus neueren Teilen ein? Ist das eine extrem nerdige Idee? Yes. Und gibt es dafür eine Zielgruppe? Streng genommen. Aber es wäre eine Idee, die nur mit einem solchen Remake wirklich umzusetzen wäre. Ich glaube kaum, dass es das als Spielmodus in einem regulären Teil geben würde. Eine Strecke wie die Twomp-Ruinen im 16-Bit-Stil zu sehen wäre so cool. Oder Toads Hafenstadt, Discodrom, die Wolkenstraße. Das alles kombiniert mit Chiptune-Remixes, die zur Abwechslung mal nicht in 8-Bit sind, wie sonst alles Retro-mäßige, was Nintendo in ihre Spiele dönert. Und jetzt fange ich wirklich an zu träumen, aber man könnte dann sogar einen Streckeneditor einpflegen. Ich meine, es würde im Prinzip eine Top-Down-Ansicht reichen, man müsste dem Spieler keine komplizierte 3D-Umgebung aufdrücken und ich bin mir sicher, ähnlich wie bei Mario Maker gibt es eine Menge talentierte Leute, die Ungeahntes aus dem Spiel rausholen würden. Ich lehne mich da natürlich gerade weit, weit aus dem Fenster, was gefährlich ist bei einem Spiel, das kein Anti-Gravity besitzt, aber kommt schon, die Idee klingt zumindest marginal cool, oder? Oder muss ich wirklich den Super Circuit-Fan wieder freilassen?
Muss ich mit ihm den Platz tauschen? Werde ich jetzt wirklich wegen einem Video über ein Mario Kart Remake in die Hölle gesteckt? Scheinbar. Gut für mich. In Satans Reich ist wenigstens nie Super Circuit erschienen.